Lang nach Josh suchen muss ich nicht, denn der steht tatsächlich noch im Moorland rum. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Weiter geht's im Text. Oh, okay, das immer mit dem Kopf durch die Wand. Howdy do, du hast mich eben noch erwischt. Ich wollte gerade zurück zur Range und Herrn Patterson mit den Eseln helfen. Ihr jährliches Bad steht an, aber sie nutzen jede Gelegenheit, sich davor zu drücken. Was gibt's denn? Die Baroness baut ihre Rennstrecke? Das gibt es doch nicht. Ich hätte eher erwartet, dass sich auf dem Northlink etwas tut, als dass diese alte Strecke jemals fertiggestellt wird. Doch, doch, tatsächlich geht's los. Ich weiß genau, wie schwer es sein kann, etwas aus dem Nichts aufzubauen. Die Starshine Range war einmal nicht mehr als Gras- und Steppenläufer, weißt du? Natürlich helfe ich mit. Dafür steht Jorvik doch, oder etwa nicht? Gemeinschaft. Ich bin allerdings nur eine Person. Ich werde meine Freunde überzeugen, auch mitzumachen. Das ist bei dem großen Anwesen auf dem Berg, richtig? Wir werden da sein. Wir sehen uns, Partnerin. Das ist sehr, sehr lieb von ihm. Und ich denke mal, jetzt müssen wir entweder zur Baroness oder wir müssen zur Rennstrecke. Ich würde jetzt aber gerade erstmal den Transporter nehmen zum Silverglade Landgut. Sollte Linda nicht da sein, dann sind wir ja von da auch ganz schnell bei der Rennstrecke. Von daher gucken wir jetzt einfach mal, wo wir hin müssen, weil ich sehe jetzt gerade kein grünes Ausrufezeichen auf der Map. Das heißt, da müssen wir mal so ein bisschen gucken. So, genau, hier müssen wir wieder hin. Richtig im Gespür gehabt. Konntest du alle überreden, mitzumachen? Super! Du musst Wunder vollbracht haben, Tiffany. Es kommen schon so viele Leute zusammen. Jeder, den wir eingeladen haben, ist gekommen. Das heißt, es ist Zeit, unseren Plan zu enthüllen. Wir kriegen das hier hin, Tiffany. Ich treffe dich unten an der Rennstrecke. Okay. Dann auf geht's, Seabiscuit. Zeig mal, was du drauf hast. Ich finde übrigens das Zaumzeug hier total cool für ein Rennpferd, weil die Zügel bei diesen Rennpferde-Zaumzeugen... Die sind ja auch immer so ein bisschen breiter. Die sind oft auch bunt. Ich weiß nicht, ob das Biotan ist vom Material, aus dem die Zaumzeuge sind. Ich denke, es ist kein Leder. Ich denke, das könnte tatsächlich Biotan sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Oh ja, guck mal, hier hat sich auch einiges verändert. Das sieht auch alles anders aus. Hallo zusammen. Wow, das sind wirklich mal eine Menge Leute. Zuerst möchte ich euch allen danken, dass ihr gekommen seid. Das bedeutet uns viel, nicht nur der Baroness, sondern allen auf Jorvik. Wie wir alle wissen, ist die Rennstrecke der Baroness schon eine ganze Weile in diesem Zustand. Natürlich kann man hier schon herumreiten, aber wie unglaublich wäre es, wenn wir alle zusammenarbeiten, um etwas ganz Tolles hier rauszumachen. Mit ein wenig Anstrengung und einer Menge Teamwork können wir diese Rennstrecke in etwas verwandeln, auf das wir alle stolz sind. Da bin ich mir ganz sicher. Also, wer ist dabei? Juhu! Packen wir es an. Großartig. Gönnen wir uns heute eine Pause, um für den großen Tag fit zu sein. Leute, wir treffen uns morgen früh hier. Also, das lief besser, als ich erwartet hatte. Ich freue mich wirklich auf morgen. Komm gerne vorbei, wann immer dir danach ist. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich einen Tag warten. Das ist jetzt natürlich blöd, weil ich eigentlich jetzt weitermachen wollte. Ja gut, das geht da wohl nicht. Dann müssen wir da wohl morgen weitermachen. Tja, der nächste Tag ist angebrochen und hier hat sich verdammt viel getan. Deutlich mehr, als ich gedacht hätte, denn die Rennstrecke steht im Endeffekt schon. Das trifft mich jetzt gerade krass, weil ich gedacht habe, wir helfen hier doch noch ein ganzes Stückchen mehr und nicht, wir gehen schlafen und hey, die ganze Rennstrecke steht. Also das finde ich jetzt krass. Bin mal gespannt, was Linda jetzt für eine Aufgabe für uns hat. Willkommen zurück, Tiffany. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind die Dinge wirklich ins Rollen gekommen. Komm, ich zeige dir, was schon passiert ist. Naja, die ganze Rennbahn steht. Das ist echt krass, aber es gibt eine neue Ruf... Aktion sehe ich gerade schon. Die majestätische Silverglade-Rennbahn stand da eben. Die Rennstrecke nimmt langsam Form an. Sieh dir den... einen Staketenzaun?
Sieh dir den Staketenzaun um die Rennstrecke an. Gott, oh Gott. Ist der nicht schön? Björn und Agnete haben bei der Gestaltung des Geländes wirklich tolle Arbeit geleistet. Die Haupttribüne ist fertig, dank der Hilfe der Jorvik Rangers. Josh hat viele handwerklich geschickte Freunde, die haben Holz aus Nebelfall und Muskelkraft aus den Wildwoods mitgebracht. Und sieh mal, wie hübsch der Stall jetzt aussieht. Meteor hat sogar seine eigene Pferdebox bekommen, in der er warten kann, während wir arbeiten. Er ist ganz happy mit seinem Heunetz. Ich glaube, so langsam wird's was. Garnok mag hart arbeiten, aber die Leute auf Jorvik arbeiten härter. Moment mal, was macht er denn hier? Ach, Herr Campbell, das ist ja jetzt mal... Okay, das ist eine interessante Wendung, finde ich. Also das hier mit den Boxen finde ich mega cool. Können wir die auch aufmachen? Ja, die können wir aufmachen. Da wirklich die Pferde auch reinstellen. Das ist richtig hübsch. Das ist sehr schön. Hier könnte man jetzt eigentlich auch ein Heimi hinmachen. Ja, Herr Campbell, was will der denn hier? Bin ich mal gespannt. Ha, jetzt fangen die Bauern und Pferdenarren also an zu arbeiten wie die Ameisen. Vielleicht sollte ich ein paar von ihnen anheuern. Aber andererseits mag ich es nicht, wenn meine Arbeiter Eigenverantwortlichkeit zeigen. Die Einwohner Jorviks versuchen etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, wie goldig. Ihr spielt hier mit dem Feuer. Ich sage euch, eure Versuche, die Rennstrecke wieder in Betrieb zu nehmen, sind absolut zwecklos. Diese armselige Ausrede für eine Rennstrecke liegt an der Grenze zu GED-sanktioniertem Land. Wenn ihr diese Grenze nur um einen Grashalm überschreitet, können wir das Eigentum an allem beanspruchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land in die Hände der GED fällt. Und dann werde ich etwas Großartiges daraus machen. Ein Schwimmbad hier, ein Golfplatz dort und keine einzige Pferdewiese in Sicht. Ha! Sehen wir mal, wie lange diese Scharade noch anhält. Ich werde wiederkommen, um mich weiter an euren armseligen Bemühungen zu weiden. Oh, was für ein Mistkäfer. Irgendetwas sagt mir, dass er üble Pläne schmiedet. Wir sollten ihn im Auge behalten. Nun ja, anders als Herr Campbell haben wir Arbeit vor uns. Bist du bereit für eine kleine Mission im Westkap Fischerdorf? Ja. Anscheinend liegt am Steg im Westkap ein Paket für die Baroness. Sie sagt, sie hätte nichts bestellt, also ist es wohl ein Geschenk? Vielleicht hat es auch etwas mit dem Aufbau der Rennstrecke zu tun. Wie dem auch sei, jemand muss hin und es holen. Es ist wahrscheinlich nicht allzu groß. Ich schätze, Seabiscuit kann es problemlos transportieren. Ich rede in der Zwischenzeit mit allen und frage, wie die Dinge laufen. Wenn es Probleme geben sollte, ruf mich einfach an. Bis später. Okay, Westkap Fischerdorf würde ich aber sagen, da nehmen wir jetzt den Transporter hin. Das ist ja schon ganz schön weit. Aber wie cool das hier aussieht. Also das ist schon schön geworden, muss man wirklich so sagen. Wo ist denn jetzt? Da ist der Transporter. Also echt schick. Guck mal, wir haben ja auch kleine Weiden. Guck, da ist sogar ein Friseur. Oder? Nee, das ist kein Friseur. Steht kein NPC drin. Sieht zwar so aus, aber es ist keiner. Aber hier haben wir, wie gesagt, auch so kleine Paddocks. Wir haben hier so Anbindepfosten. Also von daher könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass das hier vielleicht auch mal ein Ort wird, wo wir in der Zukunft Pferde kaufen könnten. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Interessante Wendung hier. Eine interessante Wendung bzw. Weiterentwicklung, auf jeden Fall. So, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was hier im Westkap Fischerdorf für ein Geschenk liegt für die Baroness. Ist es wirklich ein Geschenk oder ist das vielleicht schon irgend so eine... Ja, okay. Dubiose Machenschaft vom Herrn Campbell. Ich weiß es nicht. Tachchen Landkrabbe, na? Na, wie? Hast du keine Crew? Sag mir nicht, du hattest vor, diesen Riesencontainer auf den Pferd zu hieven. Das wird nämlich nix. Was auch immer da drin ist, wiegt eine Tonne, als wäre es ein Piratenschatz aus massivem Gold oder sowas. Haha. Auf dem Versandetikett steht kein Absender und nix. Also habe ich keine Ahnung, woher das kommt. Das hat auch nicht etwa mit der Wiedereröffnung der Rennstrecke der Baroness zu tun, oder? Nee, also ich würde Verstärkung rufen, wenn ich du wäre. Und mach hinne, das Ding versperrt den besten Angelplatz im Dorf. In 10 Minuten steht ganz Golden Hills hier hinter die Schlange, um seine Angel auszuwerfen.
Keine Sorge, Verstärkung ist unterwegs. Okay, mit dem Ding wird das aber trotzdem schwer. Kema ist da. Hoppala. Kema Steelgate zu Diensten. Bereit mit ihrem treuen Geländewagen den Tag zu retten. Naja, Geländewagen eher Schuhkarton, aber gut. Gut. Gut, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Das Ding ist ja riesig. Ich stelle natürlich nicht die herausragende Tragkraft von Seabiscuit hier in Frage, aber für manche Dinge sind vier Räder und verstärkter Stahl doch die bessere Wahl. Da hat sie wohl recht. Ich übernehme dann mal Tiffany. Du solltest schon zur Rennstrecke zurückkehren, da geht es schon richtig rund. Okay, oha, ja gut. Ja gut, ja, so transportiert man Container auf dem Auto. Von Ladungssicherung hat die Kema auch noch nichts gehört. Na gut, wie es auf der Rennbahn aussieht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis dahin. Tschüss.